fit werden, dass es Aufsteigen beim Skitourengehen einfach viel easy wird und dass wir so viel Spaß wie möglich beim Abfahren haben. Und das wollen wir jetzt einfach erreichen, die nächsten Videos. Und da haben wir jetzt einige Sequenzen vorbereitet. Und heute wollen wir darüber reden, warum die Ausdauer sehr wichtig ist. Also ich glaube, grundsätzlich ist Ausdauer einfach ein ganz wichtiger Faktor im Bereich der Kondition. Es ist die Grundlage für vieles und speziell natürlich auch beim Skitouren gehen die Grundlage dafür, dass ich längere Touren einfach mit Spaß und mit Genuss bewältigen kann. Und ja, ich glaube, es gibt verschiedene Möglichkeiten, um im Bereich der Ausdauer zu trainieren und jedem passt da halt was anders. Ja, Froni, wenn du Ausdauer trainierst, was machst denn du am liebsten? Also ich gehe am liebsten laufen, also auch mal ganz gern nach Feierabend an der Salzach entlang, flach, schön Grundlage. Das finden jetzt viele langweilig, aber ich mag das teilweise ganz gern, weil da kann ich einen Kopf ausschalten, da brauche ich nicht über irgendwas nachdenken und es sind auch keine Steine da, über die ich drüber stolpern kann. Aber ich gehe natürlich auch ganz gern in die Berge, gehe wandern oder Trailrunning. Also immer gerade das, worauf ich Lust habe. Und ja, diese Saison war ich jetzt nicht so viel mit dem Mountainbike unterwegs, aber normalerweise bin ich auch echt gern mit dem Mountainbike unterwegs, weil dann halt auch immer noch eine bärige Abfahrt dabei ist. Cool! Also ja. Ich bin eher die, also ich bin bei dir, ich gehe auch super gern laufen, bin jetzt nicht die Läuferin, die dann 20 Kilometer abspult, sondern so gerne mal einfach eine Stunde laufen geht, egal ob flach oder einfach ein Trail. Und was mir total taugt, einfach ist einfach auf dem Mountainbike. Ich bin einfach so gern draußen und genau wie die Froni sagt, beim Mountainbike der Vorteil ist, dass du meistens dann auch eine coole Abfahrt hast. Und ja, von dem her ist Mountainbiken eigentlich die Sportart, mit der ich am liebsten Ausdauer trainiere, aber ist natürlich auch vom Wetter immer abhängig. Ja, bei mir ist es so, nachdem wir sowieso immer am Berg unterwegs sind, ist Wandern und Bergsteigen sowieso auch Ausdauertraining. Zum Ausgleich gehe ich persönlich seit dem Jahr voll gern Rennradl fahren. Wahrscheinlich auch aufgrund von meiner Verletzung, die ich im Frühjahr gehabt habe, weil ich einfach nicht mehr so gut laufen habe können. Aber ich habe Vollgas das Rennradlfahren für mich entdeckt. Das macht richtig Spaß. Man kommt so weit herum, nimmt die Landschaft ganz anders wahr, entdeckt Ortschaften komplett neu und ja, es ist auf jeden Fall ein richtig cooler Sport, der auch einen gewissen Kraftaspekt hat, was dann fürs Skifahren natürlich auch nicht schadet. Also ich glaube, wir sind einen guten Zeitpunkt jetzt für die nächsten Monate, in der Hoffnung, dass, es schaut zwar immer der Schnee jetzt, aber in der Hoffnung, dass wir jetzt noch einen super schönen Herbst kriegen, ich glaube, dann ist es einfach echt perfekt mit eben Laufen oder Mountainbiken, Berggehen, einfach einen guten, coolen Mix, der einfach auch vom Wochentag im Endeffekt abhängt und von der Zeit, die man zur Verfügung hat. Ich glaube, dann ist jetzt nur ein richtig guter Zeitpunkt, möglichst viel draußen zu machen, Ausdauerminuten zu sammeln mit den verschiedensten Sportarten. Ja, ich denke halt, dass halt also in Vorbereitung auf die Skisaison einfach auch der Vorteil ist, dass der schöne Sommer davor liegt. Da sind die meisten Leute sowieso draußen unterwegs. Da fällt es jetzt einem nicht so schwer, die Ausdauer aufrechtzuerhalten, was hingegen dann schwieriger ist für Leute, die keinen Wintersport machen, wenn sie dann im Frühjahr wieder in den Bergsport einsteigen. Weil du gerade zuerst gesagt hast, Minuten sammeln. Was viel sicher interessiert ist, wie oft und wie lang mache ich Ausdauertraining pro Woche, dass ich eine Grundlagenausdauer aufbaue und dann natürlich, was auch im Winter auch wichtig ist, dass ich das Niveau halten kann. Ja, das ist natürlich jetzt schon, also da sind wir ja, jetzt sitzen wir da als drei Sportwissenschaftler da und ich glaube, da können wir jetzt ewig diskutieren und schauen. Es hängt natürlich vom Ausgangsniveau ab, zum einen, und natürlich von der Zielsetzung zum anderen. Wenn wir jetzt sagen, unser aller Ziel ist ein Skitourenrennen, dann müssen wir einen anderen Plan machen, wie wenn ich jetzt sage, als Freeriderin, mein Ziel ist einfach, dass ich fit in die Saison reingehe, dass ich immer wieder mal eine Skitour gehen kann, kurze, auch knackige Aufstiege, was speziell bei uns beim Filmen auch zum Beispiel wichtig ist, wirklich durchdrucken kann, dann haben wir einfach wahrscheinlich unterschiedliche Zielsetzungen und davon hängt natürlich dann auch ab, wie viele Minuten ich der Ausdauer dann wirklich auch zugestehe. Ich glaube, da sind wir, oder? Da sind wir uns einig. Ja, definitiv. Also pauschal kann man da nie irgendwas sagen. Das ist immer von der Zielsetzung abhängig und grundsätzlich muss man halt auch sagen, dass die Grundlagenausdauer nichts ist, was man jetzt gleich mal schnell trainieren kann, sondern es braucht extrem lange. Dafür braucht es auch extrem lange, bis es wieder weggeht.
und deswegen muss man einfach kontinuierlich am Ball bleiben. Also die Kontinuität ist da eigentlich wirklich das Wichtigste. Lieber 3 kurze Einheiten als einmal die Woche eine lange Einheit, bringen da einfach viel mehr. Ja, also ich mache es jetzt teilweise auch so, bei uns ist wahrscheinlich nichts Ungewöhnliches, dass wir jeden Tag Sport machen. Ist für Physiker am Anfang zu häufig. Ich denke mal, wenn man sagt, so 3-mal in der Woche für eine Stunde laufen, Radfahren ein bisschen länger locker, ist man schon mal ganz gut dabei, dass man sein Niveau halten kann. Was für viele wahrscheinlich auch wichtig ist, ist das Thema die Intensität. Weil wir im Hobbybereich natürlich sehr oft beobachten, dass zu intensiv trainiert wird im Grundlagenbereich. Was hast du da für eine Erfahrung, Sandra, als Trainerin? Wie steuert man die Intensität denn am besten? Klar, jetzt sind wir wieder bei dem. Ausgangsniveau wäre natürlich super, Zielsetzung wäre super zu wissen und im Idealfall habe ich einen Leistungstest. Wenn man jetzt aber all das nicht hat, kann man genauso gut sinnvoll trainieren. Ich würde sagen, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass man zwischen 3 und 4 Einheiten pro Woche macht, dann wäre es schon ganz gut, wenn ich bei 3 von den Einheiten einfach, so wie wir heute gemacht haben am Berg, auch noch locker lässig nebenbei reden kann, dann bin ich eigentlich schon mal in einem relativ abgesicherten Bereich. Und wenn ich dann ein gewisses Trainingsniveau habe, dann macht es auch durchaus einmal Sinn, ein bisschen eine knackigere Einheit, eine kürzere Einheit einzubringen, wie zum Beispiel mal beim Bergauflaufen oder auch mal einfach einen schnellere Laufminuten auf der flachen oder im flachen Gelände. Genau, also es ist wichtig, dass man gute Zusammenspiele von der niedrigen Intensität findet, aber was auch die Erfahrung zeigt ist, je trainierter man ist, desto weniger bringt dann natürlich dann eine Umfangssteigerung und da ist das Thema HIIT-Training in den letzten Jahren sehr wichtig geworden. Und wir haben heute auch eine kurze, knackige HIIT-Einheit gemacht. Froni, magst du vielleicht mal kurz erklären, was ist ein HIIT-Training überhaupt und warum macht man das? Ja, ein HIIT-Training ist quasi ein Wechsel zwischen kurzen, sehr intensiven Sequenzen, wo man wirklich an seine Leistungsgrenzen geht und dann wieder regenerativen Phasen, also zum Beispiel 30 Sekunden Belastung, 30 Sekunden Pause, kann auch 2 Minuten Belastung sein und dann 1 oder 2 Minuten Pause, je nachdem, wie man das gestalten möchte und was das Ziel ist. Und im Grunde genommen kann man halt damit erreichen, seine Ausdauerfähigkeiten nochmal zu steigern. Besonders interessant ist es für Leute, die schon eine sehr gute Grundlagenausdauer haben und die dann einfach nochmal einen neuen Reiz brauchen, damit der Körper sich weiterentwickelt. Und ja. Genau, also das ist sicher für alle von euch interessant, die im Winter auch Wettkämpfe mitmachen, also für alle, die Skitourenrennen gehen wollen, sagt man, dass man so sein Training auf 2 HIIT-Einheiten in der Woche so rundherum aufbaut. Also 2-mal HIIT-Training in der Woche und 4 bis 5-mal Grundlagentraining, ist man schon ganz gut dabei. Da gibt es dann auch natürlich verschiedenste Formen vom HIIT. Wir haben heute so ein 30-30-HIIT gemacht, also 30 Sekunden Vollgasbelastung, also nahe vom Maximalpuls, dann 30 Sekunden Erholung und das Ganze macht man so 10 bis 30 Mal durch. Das dauert dann so eine halbe Stunde. Also HIIT-Training ist ganz cool, weil es sehr schnell vorbei ist, aber es ist halt auch heute so. Mir persönlich taugt zum Beispiel auch einfach diese längeren HIIT-Einheiten, also auf der Basis von 4x4. Also ja, das klassische HIIT. Genau, das klassische HIIT und zwar einfach auch als Kombination von verschiedensten Übungen, die man sicher einfach auch mal zeigen werden in einer der nächsten Einheiten. Ich finde, es muss ein guter Mix sein zwischen doch längeren und auch einer häufigeren Anzahl von Grundlagen und dann einfach immer wieder mal eine dieser knackigen HIIT-Einheiten, so wie du gesagt hast, auch 2-mal in der Woche einstreuen. Das bereitet uns alle ganz gut vor, egal ob eben auch Skitourenrennen oder wie es auch bei mir ist. Wie gesagt, beim Filmen, beim Freeriden ist es immer mal so, dass du einfach für 10 Minuten, 20 Minuten einfach mal einen kurzen Aufstieg machst und irgendwie das Gefühl hast, boah, ich muss da jetzt aufrennen, weil damit ich das Licht-Schatten-Spiel noch erwische. Und da sind natürlich solche Einheiten einfach auch echt eine ziemlich geile Vorbereitung. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich denke, es ist auch
wichtig, dass man lernt, auf seinen Körper zu hören, dass man sich ein bisschen in sich hineinhorcht, was tut mir gut, was tut mir nicht gut. Und man bekommt dann eigentlich schon auch relativ schnell mal raus, was gibt mir Energie, was bringt mich weiter und was bringt mich nicht weiter. Da tickt halt einfach auch jeder Mensch anders. Und das muss man für sich rausfinden. Und dafür ist es wirklich wichtig, dass man ein gutes Körpergefühl entwickelt und vielleicht sogar ein Trainingstagebuch führt, damit man sowas dann im Nachhinein nochmal nachvollziehen kann. GoPro, stop recording.